Der Fisch schwimmt einfach kerzengerade flussaufwärts. Zieht mich mit. Ist geisteskrank. Ja Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des River Vlogs. Heute, wie man schon sehen kann, nicht zu Hause am Fluss, sondern am Rio Segre in Spanien. Den Fluss habe ich schon beangelt, ich habe ja auch schon ein paar Fische gefangen. Trotzdem gibt es auch hier eine River Vlog Folge, weil ich dieses Jahr einfach mal ein paar neue Gewässer angeln möchte, beziehungsweise Gewässer, die ich wirklich mal intensiver beangeln möchte und euch zeigen möchte, wie es an anderen Flüssen läuft. Ich bin an einem der bekanntesten und einen der coolsten Stellen des Flusses, weil der mündet jetzt hier dann irgendwann in den Ebro. So viel sei gesagt, zu viel will ich aber auch nicht verraten, wo genau diese Stelle ist. Aber jeder, der hier schon mal war, der kennt diese Stelle. Genau, man sitzt hier mitten im Schilf. Mega cool, hier hinten habe ich mein Auto geparkt. Ich bin jetzt schon relativ spät erst hier angekommen, habe jetzt aber 2 Nächte Zeit, um hier raus ein paar Fische zu fangen. Die Bedingungen könnten aber trotzdem ein bisschen besser sein, weil das ganze Schmelzwasser aus den Bergen kommt gerade runter und dementsprechend ist das Wasser ein bisschen abgekühlt im Fluss, was natürlich das Angeln nicht leichter macht. Aber ich bin trotzdem ganz guter Dinge, dass hier was beißt. Ich habe genügend Futter dabei, ich habe auch Maden dabei, Groundbait und sowas, also sehr feines Futter, um die Fische hier wirklich animieren zu können. Und ja, ich lade jetzt erstmal soweit alles aus, bereite mich vor. Es wird dann wahrscheinlich relativ zeitig auch dunkel. Ich weiß nicht genau, ob ich es schaffe, vorher noch die Routen zu legen. Aber ja, spätestens morgen zeige ich euch dann die Stelle komplett. Ich bin gespannt, was so geht. Und ich habe tatsächlich gerade den ersten Fisch rollen sehen. Und zwar genau hier üben an der Schilfkante. Also die Fische sind da, das ist gut. Das ist grundsätzlich erstmal das Wichtigste an der ganzen Geschichte hier. Jetzt muss ich sie nur noch fangen. Aber ich werde jetzt erstmal hier ein bisschen Futter einbringen. Vielleicht 1 Kilo Boilies halbiert. Ein bisschen Dosenmais. Und die Routen dann erst so gegen 8 Uhr, 9 Uhr legen. Wir haben jetzt 18 Uhr. Ich esse jetzt erstmal den Döner, den ich mir noch geholt habe, bevor ich hierher gekommen bin. So, ich würde jetzt erstmal ein paar Hände 15 mm Boilies. Sollte für den Anfang ausreichen. Die Karpfen sind versorgt und die Welse wahrscheinlich auch. Deswegen kann ich jetzt erstmal in Ruhe essen. Und ja, ich lege die Ruten einfach, wenn soweit alles fertig ist, weil ich habe genug Zeit. Und manchmal kann man auch erstmal Futter einbringen und einfach mal abwarten. Also falls ihr mal in Mequinenza sein solltet, es gibt genau einen Dönerladen. Holt euch da einen Döner, der ist wirklich gut. Kann ich nur empfehlen. Es ist mittlerweile dunkel. Ich habe beide Routen gelegt. Die eine mit einem Pop-up in die Fahrrinne bzw. in die Flussmitte und die andere Route direkt an die Uferkante hier mit einem kleinen Schneemann. Da habe ich auch ordentlich Dosenmais drauf gefüttert, Pellets und ein bisschen Groundbait. Also da ist ordentlich Fischaktivität schon. Es sind hauptsächlich kleine Fische. Aber ich habe jetzt auch einen Bodenköder gewählt, der ein bisschen größer ist, einen 24 mm Köder, dass einfach keine Weißfische am Haken hängen bleiben.
So der Plan. Jetzt heißt es auf die Liege legen und schlafen erstmal. Ich bin echt kaputt, war ein langer Tag. Und dann schaue ich einfach mal, ob heute Nacht schon was passiert oder erst morgen. Nacht ist vorbei. Gerade eben wurde ich unsanft geweckt von der kleinen Güster, die sich den Boilie einverleibt hat. Es ist tatsächlich auch sehr kalt geworden letzte Nacht. Und ja, irgendwie war nicht wirklich mehr Fischaktivität. Gestern Abend sind einige Fische gesprungen, direkt auf der anderen Seite vorm Schilf. Aber seitdem her, nachts war es komplett dann ruhig, kein Fisch ist mehr gerollt. Nicht mal ein Wels hat geraubt, was am Ebro sehr untypisch ist, weil das passiert eigentlich die ganze Zeit. Ja, mal gucken. Ja, so geht es schon seit 3 Minuten. Die Bremse ist eigentlich komplett zugedreht. Ich glaube, der erste Wels hat gebissen. Das kann kein Karpfen sein. Alter. Ja, das war auf jeden Fall eine anstrengende Nummer gerade. Ich bin dem Fisch hinterhergefahren mit einem Kajak, habe das Kajak schnell reingeschmissen, habe die Schnur an 2 Punkten lösen können. Also es war auf jeden Fall ein großer Wels, weit über 2 Meter. Und ich hatte eigentlich gedacht, der hat ihn auf den Pop-up gebissen. Also das war mein erster Gedanke. Aber irgendwann im Drill hat er dann das Maul aufgemacht und ein 50er Döbel ist mir entgegengeflogen. Der Wels ist natürlich weg. Ja, und der Döbel, der hat den Schreck seines Lebens bekommen, auf jeden Fall. Da ist der Döbel, der ursprünglich gebissen hat. Dieser Wels hat keine Anstanden gemacht, diesen Fisch komplett wegzusaugen. Ich habe den gar nicht mehr gesehen. Also man hier hat hier oben im Rücken noch so ein bisschen die Bissspur. Aber der hat ihn in einem Haps komplett eingesaugt und da war gar nichts mehr sichtbar. Verrückte Nummer. Den Wels hätte ich euch gerne präsentiert. Leider war er letztendlich nicht gehakt, sondern nur der Döbel. Oh, das war jetzt richtig anstrengend. Bin da aus mit der neuen Fußroute. Die kann auf jeden Fall gut einen Wels hochpumpen. Das Maul war halt wirklich ja, so Unterarm lang breit. Wirklich ein fettes, uriges Ding, was da dran hing. Aber ich bin hier nun mal zum Karpfenangeln und nicht zum Welsangeln. So, ich habe jetzt das Problem wie folgt gelöst. Ich habe jetzt 2 24 mm Fischmehlboilies drauf gemacht auf die eine Route. Und vielleicht bleibt dann auch gezielt ein Wels auf die Boilies hängen in der zweiten Nacht, wenn schon kein Karpfen beißen möchte. Ja, kein Wunder, dass die ganze Zeit kein Karpfen gebissen hat. Hier stehen übelst die Welse auf dem Platz. 2 24er Scopex Squid Boilies, 4er Chlorhaken, 9 Fuß Scope, der hat Bock. Alter Schwede, kaum zu bremsen, ich muss jetzt mit dem Kajak hinterher, das hilft nichts. Ich habe leider keine GoPro parat, aber drück mir einfach die Daumen, dass ich den rausbekomme. Alter! Oh, mega ärgerlich, Wels ist weg, leider ausgestiegen. Das sind doch sehr kleine Haken, ein 4er Chlor war das jetzt. Soweit hat alles gehalten, ich bin über den Fisch gekommen. Sobald ich Schlagschnur drauf hatte, hatte ich auch ordentlich Druck gemacht. Also da ging es dann, ordentlich mit den Ruten Druck zu machen. Fisch kam auch hoch, das war so ein, ja was war es, 1,80 Meter Wels. Aber hat sich dann einmal gedreht und komischerweise ist dann halt der Haken abgekommen. War auch nur ganz komisch im Maulwinkel gehakt. Also die sammeln hier auf jeden Fall aktiv die Boilies auf, die ich gestern gefüttert habe. Weil die Rute war jetzt, ich glaube, 5 Minuten gelegen oder so. Ich habe es gar nicht glauben können, wo die abgelaufen ist. Und der ist komplett durchmarschiert. Also es ist krass, was die von der Power haben im Vergleich zu einem großen Karpfen oder so. Das ist unvorstellbar. Gerät ist auch viel zu leicht dafür. Ja.
Alter, die Route gerade gelegt. Ja, 9 Fuß Scope, Pfaffenroute. Kann auf jeden Fall auch viel ab. Den will ich jetzt kriegen, ey. Wichtig ist nur, dass die Schlagschnur drauf bleibt. Weil sonst habe ich nur eine 040er Mono. Der Fisch schwimmt einfach kerzengerade flussaufwärts. Zieht mich mit. Geisteskrank. Naja, muss ich schon mal alles nicht mehr hochpaddeln. Auch gut. Alter! Uff. Beste Luft. Oh, da ist er. Guter Fisch, guter Fisch. Oh Gott. Uff. Guter 1,80er. Ja, Karpfenroute hat gehalten. Schöner kleiner Walli. Ich kriege ihn kaum raus. Egal, mein Kopf nur. Darf wieder schwimmen. Ja, die Sonne ist mittlerweile weg. Habe jetzt nochmal eine Welsroute rausgelegt, die mir Lennart vorbeigebracht hat. Und ja, mehr oder weniger provisorisch habe ich die auch aufgestellt. Ich habe keinen Routenhalter dabei, deswegen steht die jetzt hier hinter mir einfach im Nash-Bessanzeiger. Funktioniert auch, eigentlich egal. Wichtig dabei ist dann nur, dass die Route gut fest ist. Und ja, Karpfen lassen sich nicht wirklich blicken. Über den Tag hinweg sind ein paar Wälse gerollt tatsächlich. Die steigen hier auch, das ist komplett krank. Meine Hände sind jetzt auf jeden Fall auch gut mitgenommen. Aber so ist das eben beim Welsangeln. Nee, schon ganz witzige Fische auf jeden Fall. Macht auch Bock, die zu fangen. Aber ich muss sagen, beim Spinnfischen ist es natürlich nochmal 10-mal geiler wie beim Ansitzangeln.
gerade auf die Karpfenroute ist es echt grenzwertig. Ab dem Zeitpunkt, wo die Schlagschnur auf der Rolle ist, geht's. Da konnte man ihn auch drillen. Aber davor ist, ja, kann man keinen wirklichen Druck aufbauen, ist mega schwierig. Ich habe wirklich Glück, dass ich das Kajak dabei habe, weil sonst hätte ich keine Chance gegen so einen Fisch. Aber sobald man dann wirklich über dem Fisch ist, sieht man dann auch erstmal, was in so einer Rute steckt. Das ist komplett geisteskrank. Das sind jetzt 3 Lip Scope-Routen in 9 Fuß. Und ja, die war bis zum Handteil auf jeden Fall gebogen. Aber ich hätte mich tatsächlich nie getraut, wirklich so viel Druck auf die Rute aufzubauen. Aber es ging einfach nicht anders. Ich musste jetzt Druck machen, dass der Fisch halt nicht ins Holz zieht. Also da kann man sich wirklich sicher sein, diese Stöcke brechen nicht. Also nicht bei normalen Belastungen, beim Karpfenangeln definitiv nicht. Und selbst mit so einem großen Wels, wenn man dann die Schlagschnur drauf hat und das Endtackle wirklich passt, also der Haken schön dickträtig ist, das Vorfach natürlich auch stark genug, dann hält das Ganze. Also ich habe echt, echt viel Druck gemacht und jetzt auch nur in Anführungsstrichen 20 Minuten mit dem Fisch gedrillt, was vollkommen okay ist mit einer Karpfenroute. Ja, was habe ich in der letzten Nacht gelernt? Dicke Schnüre beim Welsangeln sind nicht optimal. Gestern habe ich sofort einen Biss bekommen, wo ich die Rute abgelegt habe mit der dünnen Monofilen beziehungsweise mit der sehr, sehr unauffälligen Montage, die ich gestern gefischt habe. Und jetzt letzte Nacht habe ich ja dann abends noch die Welsrute ausgelegt. Ich glaube, da ist eine 0,70er geflochtene drauf und da ist alles ein bisschen gröber. Und tatsächlich habe ich da keinen einzigen Anfasser mehr bekommen. Es kann jetzt natürlich auch sein, dass die Welse einfach nicht mehr da sind, aber von meinem Gefühl her, weil heute Morgen auch ein paar gerollt sind bzw. gestiegen sind von direkt vor den Füßen, liegt es wirklich an dieser, ja, etwas dickeren Schnur. Alle Welsangler können ja gerne mal hier unten in die Kommentare reinschreiben, was die davon halten, ob da was dran ist oder nicht. Aber ich glaube, das ist ähnlich wie beim Spinnfischen auf Wels. Beim Zanderangeln kriegt man ohne Ende Bisse von dem Wels. Und ja, wenn man dann mit diesem dicken Gerät angelt, nicht so oft. Aber ja, vom Gefühl her würde ich sagen, das hat was ausgemacht. Ist natürlich jetzt nur eine Ausrede, dass heute Nacht nichts mehr gebissen hat. Karpfen haben sich komplett gar nicht blicken lassen. Also das ist echt krass. Da habe ich aber auch keinen einzigen mehr gestern, so wie heute Morgen, rollen sehen. Die sind irgendwie komplett verschwunden. Kann am kalten Wasser liegen, kann aber auch an den ganzen Welsen liegen, die hier unterwegs sind. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, räume ich jetzt alles zusammen, schmeiße das Kajak wieder aufs Dach, das Zelt muss hier wieder ins Auto, weil wir gehen heute nochmal Weltspinnfischen, aber das seht ihr dann in einem anderen Video. Also vergesst auf jeden Fall nicht, den Kanal zu abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt.